Hallo liebe Skorpionfrau, lieber Skorpionmann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben im April 2020 aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen und den Link zu deiner Jahreslegung für 2020. So, let's see. Falls dir mein Stil gefällt, Skorpion, freue ich mich übrigens sehr über deinen Klick auf Abonnieren, falls du eine automatische Benachrichtigung erhalten möchtest, sobald ich was Neues hochlade, musst du zusätzlich noch auf die Klingel da klicken, okay? Das heißt, ihr musst, kannst. Die Rollen können vertauscht sein und die Legungen sind immer geschlechterunabhängig. Und Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay? Ich hab die ganze Zeit das Gefühl, dass ich immer wieder Skorpion sagen möchte. Ich habe es jetzt extra zurückgehalten, das hätte jetzt bescheuert geklingt. Die Rollen können vertauscht sein, Skorpion. Die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, okay, Skorpion? Und Zeit ist flüssig, Skorpion. Und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen, okay, Skorpion? Ha, so wollte ich reden, es kam so aus mir raus. Und was ist das natürlich? Ha, das ist Nummer eins Vorgehen, um jemanden für sich zu gewinnen. Man spricht immer wieder den Namen aus, immer wieder den Namen aus. Ja, Andreas, sicher, Andreas, ich verstehe dich, Andreas. Wie geht's dir, Andreas? Wie waren deine Ferien, Andreas? Ach, weißt du, Andreas, so, damit baut man eine Verbindung zu jemandem auf. Wieso habt ihr mir jetzt diese Message gegeben, bitte? Ah ja, Skorpion, die Karten meinen, du hast noch vor Skorpion gehandelt. Das ist etwas, das du vorhast. Jemanden überzeugen. Immer wieder den Namen sagen. Ja, Katrin. Sicher, Katrin. Was läuft, Katrin? Ha? Hör mir zu, Katrin. Hör mir zu, Katrin. Schauen wir doch mal. Drei Karten bitte für das Liebesleben von Skorpion vom 1. bis 30. März. April, Entschuldigung. Vom 1. bis 30. April. Zweite Karte und dritte Karte. Let's see. Let's see, let's see, let's see. Da wird Überzeugungsarbeit geleistet. Finanzielle und materielle Veränderungen. Zoom. Danke. Fünf. Finanzielle und materielle Veränderungen. Der Ring fällt mir so auf. Okay, schauen wir mal. Discontent and Boredom. 4. Unzufriedenheit und Langeweile. 15. Verführung. Versuchung. Die Teufelkarte hier. 5, 4, 15. Hier ein Umbruch, der stattfinden soll, stattdessen musst du aber zurückgezogen sein, weil, warum, darum, wir wissen warum, Corona. Und hier die Versuchung, 15. Schauen wir mal mit Rider-Waite, was hier für eine Story rauskommt. Ich will da jetzt gar nicht zu viel hineininterpretieren. Let's see. Discontent, also Financial and Material Changes ist 5 der Münzen, hä? Finanzielle und materielle Veränderungen, 5 der Münzen. Und das ist eher auf finanzielle Verluste sind hier vor allem gemeint. Und deswegen frage ich mich, warum hier diese Ringe da sind, obwohl man, wir müssen mal schauen, ob hier die Bedeutung anders ist wie im Rider-Waite. Im Rider-Waite ist es negativ. Das hier ist 4 der Kelche. Unzufriedenheit und Langeweile. Und hier haben wir die Teufelkarte. Let's see. Gib mir bitte Karten zum Liebesleben von Skorpion.
vom 1. bis 30. April bitte. Kadellen weiß Kabul. Die Hohe Priesterin. Skorpion, du versuchst momentan die Gegenseite zu erspüren. Die Hohe Priesterin, das ist ein Mensch, der sehr intuitiv vorgeht. Und eben mit solchen Dingen, hä? Namen immer wieder wiederholen, hä? Versucht so in das Unterbewusstsein des Gegenübers zu dringen. Okay? Das ist deine Energie für nächsten Monat, für April. Du versuchst hier ständig, intuitiv, wirst du hier immer wieder versuchen, dein Gegenüber zu lesen und ihnen das zu geben, was sie wollen. What the hell, Skorpion? What the hell? Vierter Schwerter. Du machst dich hier gefasst auf eine Fünfer-Situation. Hier haben wir diese Fünfter Münzen hier liegen. Du machst dich hier gefasst auf eine Fünfer-Situation, sprich auf eine Auseinandersetzung mit diesem Menschen und du versuchst hier intuitiv herauszufinden, wie du das umgehen kannst. Ritter der Kelche. Mit ganz viel Liebe. Ich sehe hier kein Ich liebe dich, sondern ein ständiges Aussprechen des Namens. Da gehst du zu Herzensdame, Herzensmann und redest mit ihnen mit einem ganz ruhigen Ton und du wiederholst immer wieder seinen, ihren Namen. Ich möchte hier was fragen, aber warum denn diese finanziellen und materiellen Änderungen, bitte. Page der Schwerter. Ritter der Schwerter. Ah, zweiter Kelche. Skorpion. Bei Herzensdame, Herzensmann verändert sich da was positiv. In materieller Hinsicht, in finanzieller Hinsicht, was die Sicherheit anbelangt, verändert sich da was und du beobachtest das und deswegen willst du hier los, um hier sie für dich zu gewinnen. Wartet ab, wenn ihr jetzt sagt, hä, what, wartet ab. Es ist noch nicht April und Zeit ist flüssig, das ist deine Legung für den ganzen Monat. Kaum bekommst du hier das mit. Und ich sehe hier nicht einmal schlechte Absichten oder so. Nee. Und es geht hier nicht darum zu sagen, oh mein Gott, jetzt ist er reich, jetzt ist sie reich, jetzt gehe ich dahin. Nee. Ich glaube, dass dieser Mensch vorher diesbezüglich noch nicht auf Augenhöhe mit dir war. Und jetzt, wo du siehst, oh mein Gott, wir sollten hier am gleichen Tisch sitzen und ich sollte sie überzeugen, jetzt willst du hier los. Und das hier ist halt, gell? Das hier ist Vier der Kelche im Rider-Waite und Vier der Kelche steht eben für das, die Chance nicht verpassen wollen. Du willst diesen Menschen nicht verpassen, intuitiv spürst du, dass sie die Liebe deines Lebens sind und du möchtest jetzt erstmal diesen Menschen überzeugen, einen Weg zu ihnen finden, eine Verbindung zwischen euch beiden aufbauen. Zwei der Kelche hat sich gezeigt. Und hier dann Vier der Kelche, doppelte Energie, die Angst, jemanden zu verlieren, der, die jetzt, da du diese Änderungen mitbekommen hast, mit dir auf Augenhöhe ist. Vorher hast du das nicht so gesehen, was Sicherheit, Geld, Zeit anbelangt. Hä? Jetzt schon. Fünfter Stäbe. Du machst dich hier gefasst auf Diskussionen und das ist dir auch völlig recht. Das ist dir auch völlig recht. Warum? Weil dir hier langweilig ist. Hä? Unzufriedenheit und Langeweile. Und hier hast du dann Action mit deinem Menschen, mit deinem Herzensmenschen. Skorpion, ihr werdet aneinander geraten. Deine Taktiken werden nichts nützen. Ich sag dir warum, weil hier dein Herzensmann, deine Herzensdame, das wird sehr oft verkehrt sein hier. Die Rollen werden hier sehr oft vertauscht sein.
weil hier dein Herzensmann, deine Herzensdame ein Auge geworfen hat auf etwas anderes. Der Teufel hier, Versuchung steht hier, und die Königin der Stäbe ist sehr anfällig für Versuchungen. Und ich habe hier die 15, hier habe ich die 5 und ich frage mich, ob sie da auf der anderen Seite für 10 der Kelche, 10 der Münzen sieht. Die sie in Versuchung bringen. Gericht. Das ist jetzt dein Wake-up-Call, Löwe. Das hier ist jetzt dein Wake-up-Call. Dein Herzensmann, deine Herzensdame sieht hier irgendwo 10 der Münzen, 10 der Kelche mit jemand anderem. Ich habe hier die 15, die 5 ist bei dir. Raus, Streitereien. Und auf der anderen Seite gibt es jemanden, der oder die diesem Menschen alles geben kann. Und hier habe ich Gerichtskarte, dieses Düt, das in deinem Kopf dann entstehen wird. Die 20. Karte. Und hier wachst du auf und denkst, verdammte Scheiße, ich muss jetzt diesem Menschen 10 der Münzen, 10 der Kelche geben, damit sie da nicht weggehen. Damit sie nicht weggehen. Aus der Ruhe heraus, hier Pause, Rückzug, das Aufwachen. Bist hier gerade noch rechtzeitig gekommen, Skorpion. Also falls du irgendeine Chance überhaupt hast, dann genau hier. Und du hast jetzt hier die Chance, diesen Menschen abzufangen, bevor sie hier weggehen. Okay? Ich werde jetzt hier Folgendes tun. Ich werde mit dem Hexentarot zwei weitere Reihen ziehen. Dann sehen wir, worauf das Ganze hier hinausläuft und was genau hier passieren wird. Und außerdem werde ich diese Karten hier fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weißt, aber wissen solltest. Und diese Karten hier werde ich, sobald ich hier Action sehe, fragen, wann das ungefähr stattfinden wird. Das sind Zeitkarten, die uns Zeitangaben machen werden. Okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unter dem Video. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich auf deinen Klick, auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye bye.